Wirbelsturm, Wirbelsturm. Der fährt on, hält natürlich direkt zu auf das Gehege von den... Nein, was ist denn das hier? Wie komme ich denn auf die Straße? Ich raste aus. Was ist denn das für eine Straßenführung? Wie komme ich denn da jetzt schnell hin? Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Jurassic World Evolution im Herausforderungsmodus auf dem Schwierigkeitsgrad Jurassic mit allen DLCs. Ich bin hier gerade dabei, nochmal in die genetische Forschung einen Blick reinzuwerfen, denn da können wir unsere Dinosaurier noch ein bisschen optimieren. Insbesondere möchte ich den Mamenchisaurus vielleicht auch nochmal optimieren, wenn wir den dann machen können, mit einer Reduktion des Bedürfnisses für Wald, damit er nicht so viel Waldfläche in seinem Gehege braucht, dann könnten wir den nämlich theoretisch auch vielleicht in ein kleineres Gehege unterbringen. Müssen wir mal gucken, was da hier Sinn macht. Ich erforsche das jetzt auf jeden Fall erstmal alles. Und dann noch die allgemeine Fläche. Wo war das jetzt? Wald und Grasland um 20%, das auf jeden Fall auch. Zur Not geben wir dem halt einfach beide, dem Mamenchisaurus, dann braucht er A, weniger Fläche und B, weniger Wald, und dann würde er möglicherweise sich hier mit einfügen. Müssen wir mal schauen, ob das klappt. Bei den Deinonychus sieht noch alles gut aus. Genau, die stopfen wir hier mit rein. Dann kriegen die hier noch ein bisschen Gesellschaft. Dann läuft das. Dann läuft es. Wir müssen nämlich mal dringend einen von diesen Aufträgen hier absolvieren jetzt. Graslandanpassung 1.0. Sehr gut. Komm schon. Bevor die mir hier noch Sabotage machen, die Sicherheitsabteilung. Das wäre echt mies, wenn die alle Türen öffnen und solche Späßchen machen. Weil momentan haben wir sehr viele Türen. I shit you not. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 9 Türen oder so haben wir jetzt. 9 Tore, die sie aufmachen könnten. Ja, sehr gut. Fleischfresser haben wir. Dann sind die Deinonychus jetzt durch. Dann lassen wir den schon mal raus. Freilassen und ACU rufen. Ja, wunderbar, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch die Inselbewertung. Ja, los, komm. Diese Mission ist dank Ihnen ein Erfolg. Aber sowas von. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir lassen die erstmal alle hier betäuben gleich. Kann freigelassen werden. Ja, sehr gut. Anpassung an enge Räume haben wir jetzt auch. Hat die gerade was von Sturmwarnung gesagt? Oh, scheiße. Ja, okay. Gut, dann können wir die eh gleich betäubt lassen da. Das ist gut. Dann betäubt den auch mal. Und den und den. Ja, sehr gut. Neue Aufträge. Von dir will ich was. Dieser Auftrag scheint wichtig zu sein. Sie sollen ihn in Betracht ziehen. Schutzräume öffnen. Wir müssen nach anderen Dinosauriern suchen, die wir domestizieren können. Oder besser gesagt, die wir in die richtige Richtung lenken können. Ja. Wir kontrollieren sie, indem wir sie sich selbst kontrollieren lassen. Anhand ihrer natürlichen Hierarchie. Darum brauchen wir mehr Proben. Diese Expedition kann helfen. So, so, Owen. Toll. Ach, der Owen wieder, ey. So, warte mal jetzt. Wissenschaftsabteilung brauchen wir mal wieder was. Ja, selbst um diesen Auftrag kümmern. Ist der eine da jetzt schon betäubt? Ey, hier ist noch ein Deinonychus. Den müsst ihr auch betäuben, ihr Idioten. Ah, toll. Hoffentlich jetzt. Nein, es ist ein Wirbelsturm. Shit. Wir müssen alle betäuben. Alle. Warte. Schnell mal mit dem Ranger-Team losfahren. Wirbelsturm, Wirbelsturm. Der fährt on, hält natürlich direkt zu auf das Gehege von den... Nein, was ist denn das hier? Wie komme ich denn auf die Straße? Scheiße!
Ich raste aus. Was ist denn das für eine Straßenführung? Wie komme ich denn da jetzt schnell hin? Ja, da müssen wir hin. Schnell. Scheiße. Hä, warte mal. Ist hier kein Durchweg? Da ist kein Durchgang. Heilige Scheiße. Wie komme ich denn da jetzt schnell hin mit dem Ranger-Team? Wer ist da? Scheiße, warte. Dann egal. Dann machen wir jetzt mit der ACU schnell erstmal Betäubung. Wo ist der eine da, der noch nicht betäubt wurde? Hier. Okay, die da noch nicht, das sind alle betäubt. Die sind alle betäubt. Die sind sowieso alle betäubt. Ich muss schnell mit dem Ranger-Team fahren. Warte mal. Wie kommen wir denn da rein? Warte mal. Wie kommen wir denn da schnell lang? Da gibt es keinen schnellen Ausweg. Warte mal. Ich fahre jetzt hier rein. Gott, diese ganzen Schäden. Alter Gevatter. Erstmal hier reparieren, jetzt dann da hinten. Dass die mir hier nicht noch abhauen. Aua, ein Dinosaurier, ne, 7 Dinosaurier sind draußen. Fahr. Aber wenigstens erledigen wir Aufträge gerade. Also da muss ich mal sagen, sind wir gerade ganz gut dabei eigentlich. Irgendwer rammt gerade auch gegen Zäune, habe ich gerade gehört. Okay, da sind die Dilophosaurier. Was ist das hier? Die Dilophosaurus, Gefahr für die Gäste. Okay, wir müssen mal schnell die Ranger losschicken, dass die mal hier... Scheiße, ey. Oh Mann, was für ein Chaos. Nein, hört sofort auf, lauf da nicht raus. Moment, du mal wieder, genau. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Sie haben's schon geahnt. Nein. Was macht ihr denn da? Ich glaube, wir brauchen mal wieder eine neue ACU noch. Ach du Scheiße. Schnell, ihr müsst den Zaun reparieren da. Ohne Tragödien macht es hier deutlich mehr Spaß. Tja. Schön, dass Sie den Auftrag so gut erledigt haben. Witzbold. Verdammter Witzbold. Ach du Scheiße. Okay, warte. Ja doch. Ich mach ihn hier wieder mal. Ich möchte den Auftrag annehmen. 10 Minuten Stromausfälle. Okay. So, Moment. Dinosaurier. Da ist ein Kentro. Jetzt muss ich erstmal die Viecher auseinander pflücken. Dilophosaurus ist der hier. Das ist ein Pachycephalosaurus. Der muss dahin. Pachycephalosaurus muss dahin. Das ist der Metriacanto. Den müssen wir hier mit rein wieder. ACU, ihr seid noch nicht fertig. Der Kentro muss betäubt werden. So, die Dilophosaurus hier, genau. Die Dilophosaurus. Und danach können wir ihn check hier absetzen. Ich hoffe, da sind jetzt keine Löcher mehr im Zaun. Den können wir auch absetzen. Den müssen wir betäuben. Ist hier noch ein Loch im Zaun? Nee, eigentlich nicht. Ich sollte vielleicht hier auch mal die Zäune upgraden. Was upgraden sollst du? Ich habe gerade gedrückt. So. Falls die jetzt nochmal ausrasten. Zu nahem Dinosaurier. Okay. Hier auch. Hm. So, Moment. Ah, hier müssen wir nochmal reparieren lassen. Mit Kraftwerk. So, der Pachy muss wieder hier rein. Der Kentro muss wieder hier rein. Der muss hier hin, der muss hier hin. Und dann müssen die drei
dahin, dahin und dahin. Waren das hier eigentlich schon Stromzäune? Nee, oh, guck mal. Hier ist auch was kaputt am Zaun. Das müssen wir mal ändern. So, dann mache ich mal die Schutzräume schon mal wieder zu. Puh, also Wirbelsturm ist immer das ultimative Chaos. Was, da macht schon wieder irgendeiner Pock. Ich höre es doch schon wieder. Irgendwo macht einer Stress. Hier. Scheiße, warum denn? Ihr blöden Viechers. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Warum kann ich jetzt hier? Warte mal. Da höre ich schon wieder was. Oh Gott. So nah am Dinosaurier. Wo ist denn da nur ein Dinosaurier? Ich sehe überhaupt keinen. Das ist voll Beschiss. Das ist überhaupt nicht wahr. Da ist überhaupt kein Saurier. Das ist voll nicht richtig. Produkt transportiert. Das ist voll unwahr. Könnt ihr mal bitte jetzt hier diesen einen Pachy einfach mal betäuben, schnell? Toter Dinosaurier. Wer ist das jetzt? Wo ist der? Hier hinten. Was ist das? Ein Koryto. Oh Gott. Da müssen wir für Ersatz sorgen, schnell. Korythosaurus, Genom modifizieren. Dann nehmen wir mal gleich einen, der ein anderes Muster hat und geben dem hier mal noch das und das, genau. Und das. Und dann hat er gleich noch eine höhere Bewertung und dann brüten wir den gleich aus. So, Pachy ist betäubt, kann wieder hier rein. Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Zu teuer? Ja, toll. Müssen wir mal schnell gucken, ob wir Fossilien haben zum Verkaufen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Soundeffekt. Ach Mann, hört doch auf. Was soll denn das jetzt? Hallo? Das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Scheiße, wo denn? Wo ist ein Soundeffekt? Schon wieder da. Mann, shit. Reparatur nicht möglich. Ja, danke dafür. Wie sie sich hier verbünden. Das sind die scheiß Pachys. Die rasten aus, weil sie nicht genug Artgenossen haben. Weil da immer wieder einer ausbüchst, die Idioten. Und aufrüsten kann ich den Zaun hier halt auch nicht. Weil da ständig irgendwo ein Dinosaurier steht, der im Weg ist. Mann. Treibt mir den Puls schon wieder hoch hier. So, der ist platt. Komm rein da. Ich habe gehört, dass sich unsere Finanzen in die richtige Richtung bewegen. Ja, betäubt den doch mal, hallo. Ja, jetzt noch eine Krankheit, lol. Ich komme gar nicht mehr zum Atmen hier. Habe ich nicht noch irgendein Ranger-Team, das nichts macht gerade? Shit. Muss die... Ah, nein. Ach, scheiße. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Nein, kann man nicht. Den Auftrag an. Hast du nicht mal gesehen, was hier los ist? Ich kann nicht noch mehr Probleme lösen. Zustellung abgeschlossen. Meine Probleme kriegen gerade Probleme. Ist der jetzt mal hier... Hab dann jetzt. Mann, das dauert auch immer so lange, bis sie den mal betäuben, ey. Habe ich die denn schon maximal aufgerüstet, die Idioten? Die ACU-Idioten. Treffsicherheit, warte mal. Haben wir nicht schon längst Treffsicherheit 2.0? Moment. So viel Zeit muss sein jetzt. Oh, sollte ich vielleicht mal machen, ne? Die zwei Upgrades. Könnte eine sinnvolle Investition sein. Kein Problem. Gute Arbeit mit den Besucherzahlen. Gut gemacht. Aber scheinbar ist Chaos und Drama für die Besucher echt ziemlich attraktiv gerade. So, jetzt schnell, schnell, schnell da diesen Gehegezaun upgraden. Ja, endlich. Sehr gut. Auf dass sie endlich mal drin bleiben. Warum rennt ihr jetzt da so komisch rum?
Die Wissenschaftsabteilung hat etwas, das sie sich ansehen sollten, wenn sie so nett wären. Ein ACU-Treffsicherheits 2.0 Upgrade. Okay, das ist das erste Mal, dass ich einen Auftrag bekomme, der tatsächlich auch wirklich mal zur Situation passt. Herrlich. Unterwegs zur Futterstation. Super, super. Oh Mann. Krass. Junge, Junge, Junge. Produkt wurde eingesammelt. Jetzt nur noch Futterstationen auffüllen, dann haben wir das Chaos halbwegs unter Kontrolle. Vielleicht gleich nochmal einen Deinonychus machen. Wie sieht die Bewertung aus? Annehmbare Vielfalt, annehmbares Wohlbefinden. Alles klar. Der Corythosaurus ist jetzt auch durch. Nicht, dass die mir auch noch ausrasten hier. Wenn die zu wenig Artgenossen haben. Habe ich hier gerade schon wieder einen Pock gehört? Ja, ich höre das doch gerade. Irgendwer bricht hier aus. Irgendwer versucht es gerade. Aber wo? Wer denn? Wo denn? Hier? Ja, hier. Ja, dann können wir gleich schon ACU losschicken. Können sie den gleich wieder betäuben. Aber das lohnt sich schon direkt wieder mit dem sicheren Zaun. Ich verstehe das aber nicht. Warum rasten die denn jetzt da schon wieder so krass aus, ey? Fehlt denen immer noch einer da jetzt drin? Ist da einer gestorben? Ich check das jetzt gerade nicht. Sozial und Bestand sieht doch eigentlich gut aus. Angeblich sind gerade drei Tiere eine Bedrohung. Ja, lol, weil hier wieder Gäste reingelaufen sind. Oh Mann, diese Idioten. Diese Idioten. Was? Gott, es ist gerade kurz hängen geblieben. Alter, was ist jetzt hier los? Was soll das? Okay, hier hinten sind sie scheinbar sicher. Ja, lauft einfach dahin, genau. Kann ich euch die Tür aufmachen vielleicht? Egal, die machen das schon. Die sind alles Profis. Oh, Gott sei Dank. Haben wir das Treffsicherheitsupdate gleich? Ja, dann können wir das gleich mal anwenden. Ich glaube, es ist sehr dringend nötig. Komm. Gib's mir. Sehr gut. Haben wir. Das frage ich mich auch immer. Warum mache ich mir eigentlich Sorgen? Was soll das? Überhaupt kein Grund. Ich weiß nicht, ob sie gerade Zeit haben, aber dieser Auftrag ist zu gut, um wahr zu sein. Mhm. Okay, das mag ein bisschen übertrieben sein, aber... Ja, ein bisschen. Sie sollten ihn sich ansehen. Ein bisschen übertrieben. Ich will, dass sie mir sagen, wenn sie etwas finden. Wenn sie es mir nicht sagen... finde ich es trotzdem heraus. Oh Gott. Ihre Entscheidung. Treffen Sie die richtige. Den kann man noch verkaufen. Den kann man noch verkaufen. Einfach kein Platz hier. Es ist zu wenig Platz. Jetzt. Hey, wie ich höre, war die Expedition ein Erfolg. Sehr gut. Oh gut, lasst uns mal nochmal... Ich habe nicht oft Zeit, mich zu bedanken. Aber in Ihrem Fall würde ich eine Ausnahme machen. Uff. So, neue Aufträge werden gebraucht. Jetzt geht das aber auch richtig am Schnürchen mit den Aufträgen hier gerade. Nicht schlecht. Dann können wir gleich nochmal für ihn noch einen machen. Aufträge sind der Motor dieser Welt. Oder war das Geld? Wie auch immer. Sehr schön. Und für ihn auch nochmal einen. Ich mache es kurz. Es gibt eine neue Mission. Sehen Sie sie sich an. Oh, Leute. Ich will ehrlich sein. Beim Trainieren von Dinosauriern ist Geld sehr hilfreich. Mein Gott. Fühlen sich die Deinonychus denn eigentlich wohl hier? Gesundheit sieht nicht so gut aus. Nee, passt eigentlich. Nee, es ist nur... Ich wusste, dass Sie der Unterhaltungsabteilung einen Erfolg bescheren würden.
Wir geben denen aber nochmal einen rein. Und vielleicht sollten wir, genau, wir sollten die Zäune da mal upgraden auf jeden Fall. Wir müssen die elektrifizieren, die Zäune. Wenn hier Deinonychus drin sind. Ganz wichtig. Ganz wichtige Baustelle hier. Zu nah am Dinosaurier. Zu nah am Dinosaurier. Okay. Da müssen wir wohl warten. Gut. Oh Mann, ey. Ich würde hier gerne noch ein paar Dinos reinpacken in das Gehege. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Frage ist, welche? Irgendwelche, die viel Fläche brauchen? Vielleicht Pflanzenfresser am besten? Wobei, wir könnten da auch einen großen Fleischfresser reinpacken. Wir haben jetzt 2 Millionen. Wir könnten eigentlich mal ein Spino mit da reinpacken. Den Acrocanto hatten wir ja auch schon wieder. Den können wir auch nochmal aufwerten an sich. Hier besonders effizientes Blut. Zähigkeit der Haut. Nochmal Zähne. Geh mal weg da. Blut. Zähne. Oh, 468. Nicht schlecht. 5 Millionen kostet aber. Lebensfähigkeit 23%. Der wäre natürlich schon geil. Aber Moment, wir wollten als nächstes eigentlich den Mamenchisaurus machen. Und da wollte ich eigentlich hier diesen Modifikator benutzen. Enger Raum. Ich weiß halt nicht, ob das immer noch zu viel ist hier für den Mamenchi. Also, ne, vom, oder zu wenig dann im Fall des Geheges, da wo wir ihn dann reinsetzen. Oh, Herr Scheiße, der braucht ja auch 2 Tiere, oh Gott. Krass. Der braucht 2 Viecher. Ich modifiziere den erstmal. Und dann gucken wir mal, wie teuer der ist. Und wie viele Punkte der bringt. Niedrige Gesundheit, das ignoriere ich jetzt mal gerade kurz. 280, 11%. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Ich glaube, der ist ziemlich schwierig zu bekommen. Ich glaube, da sollte man noch bis zum nächsten Stern warten, bis wir noch ein paar Upgrades und so bekommen. So, wer hat jetzt niedrige Gesundheit? Ach, hier ist ja noch ein Pachi! Lol. Warum sagt denn da keiner mal was, dass da noch einer liegt, lol? Ja, der hat ja Schwein gehabt, dass er nicht gefressen wurde in der Zeit jetzt. Dieser Auftrag sieht interessant aus. Dinosaurier-Genom auf 60% erhöhen, alles klar. Was ist denn jetzt mit den Pachis? Sind die dann jetzt gechillt hier? Ja, irgendwie reicht es denen trotzdem. Oi, Leute, Leute, Leute. So, was war jetzt hier? 60% Dinosaurier-Genom. Das kann verkauft werden, das kann auch verkauft werden. Das können wir... Ja, hier beim Para können wir das mal machen. Hier, genau, so. So, jetzt wird darüber transportiert. Ich hab mich schon gewundert. Geht's eigentlich den Kentros gut? Ja, denen geht's gut. Die fühlen sich wohl. Bestand ist okay. Sozial ist okay. Aber können wir eigentlich noch einen machen, oder? Ah, nee, die Pachis sind dann nicht mehr einverstanden mit dem hohen Bestand. Wenn jetzt noch ein Pachi reinkommt, ist es, glaube ich, auch schon das höchste aller Gefühle für die. Mehr wollen die hier gar nicht haben. Sie haben es geschafft und dafür danke ich Ihnen. Alles klar. Ich meine, den Auftrag. Dank Ihnen besuchen mehr Menschen den Park und die Wissenschaftsabteilung. Versuchen Sie nur nicht, mir den Job wegzunehmen. So, so. Vielleicht doch noch ein Sicherheitsauftrag zur Sicherheit. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Okay. Ich bin immer an neuen Wegen in Sachen Dinosaurierpflege interessiert und nicht bloß an Geld.
Aber selbst für Blue... Nun, ist das Futter nicht billig. Ich erhöhe jetzt einfach mal hier die Reichweite von den Gebäuden, indem ich noch mehr Personal einstelle. Genau, dann kriege ich nämlich diesen Auftrag schon durch direkt. Die hier bringt es leider nichts. Wenn es einen neuen Auftrag gibt, weiß ich, an wen ich mich zuerst wende. Vielleicht geht's hier noch? Ne, hier geht's auch nicht. Einfach mal die Gästeeinrichtung ein bisschen optimieren noch. Das erhöht nämlich auch das Geld. Was nehmen wir denn? Es ist immer noch Lambert, der immer ein bisschen noch am Rummeckern ist hier. Da würde ich sagen... Unsere Existenz besteht ja, das ist aus gut. der permanenten Bewertung von Bedrohungen und Gelegenheiten. Und das sieht nach einer guten Gelegenheit aus. Puh. Und dann am besten nochmal für dich. Ich sage Ihnen nicht, kleines Kraftwerk. Ja, das können wir gleich machen. Sollten. Aber nur ein Narr würde ihn sich entgehen lassen. Bauen, verbinden und mit Strom bauen. Das müssen wir ja dann nicht behalten. Das können wir ja dann direkt wieder abreißen eigentlich. Je mehr Gebäude wir haben, desto eher können wir unsere Einnahmen steigern. Brauche ich jetzt einfach mal hier daneben. Warum sind die denn da so in Panik, die Leute? Was ist denn da los? Und irgendwo ist noch einer mit niedriger Gesundheit. Ein Dinosaurier. Parasaurolophus ist erschöpft. Haben wir hier nicht noch Paras? Styraco, stimmt. Kann man, hier gibt es noch Paras. Wo ist hier noch einer mit niedriger Gesundheit? Es ist natürlich der Pachi, ja okay. Weil er nichts gefressen hat. Das ist aber okay, das gibt sich gleich wieder. Das gibt sich gleich wieder alles. Puh, uiuiui, genau. Sie sind meine Nummer eins. Dann können wir es gleich wieder wegmachen, das brauchen wir nicht. Apropos Strom, genau. Das ist eh nochmal ein gutes Stichwort. Wie sieht das eigentlich jetzt aus? Wir haben immer noch einen Überschuss von 102. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ein Teller kann nie so voll sein, dass nichts mehr drauf passt. Finden Sie nicht auch? Kleine oder mittlere Pflanzenfresser für Sie? Okay. Sehen Sie sich diesen neuen Auftrag nicht an. Jetzt wären wir hier ganz schön überhäuft. Da können wir uns ja eigentlich doch den Acrocanthus leisten. Finde ich jetzt so. Warte mal, Acrocanthosaurus. Hier. Der ist jetzt auch auf 100%. Hatten wir da jetzt noch irgendwas hinzufügen wollen? Nee, ne? Den habe ich jetzt schon voll gepimpt. So wie ich das haben möchte. Dann lasst uns hier mal noch statt Brutstättenkapazität Erfolgsrate reinknallen. Und dann züchten wir den jetzt hier mal gleich, sobald es geht. Sobald wir das Geld haben. Das dauert nicht mehr lange. Noch ein, zwei Aufträge. Und vielleicht noch ein paar Fossilien verkaufen. Mehr dann Geld läuft das. Für Sie bedeutet mehr Geld für die Foundation. Nee. Ihre Gebühren haben sich erhöht. Warum? Ich zahle schon drauf wegen den ganzen Stürmen und allem. Ah. Genau, hier schicken wir jetzt gleich mal noch Leute hin. Polarcanthus, genau. Styraco. Komm. So. Fossilien. Was ist das eigentlich? Haiflossen. Ich habe Gutes über Ihre Expedition gehört. Sie machen die Wissenschaftsabteilung zum Star. Und mich. Und sich natürlich auch. Ich habe sie nicht vergessen. Ich setze nur Prioritäten. Sicherheitspolitik, jawohl. Oh, wir haben 6 Millionen jetzt gleich. Das heißt, Sie haben den Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Genau solche Fortschritte wollen wir hier sehen. Sehr gut. Dann noch gleich nochmal, würde ich sagen. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Zwei Fleischfresserfossilien, alles klar, kein Problem. Okay, so, wir haben jetzt das Geld für den Acrocanthus. Dann wird er auch gleich gebrütet. 5,6. Bei
86% Wahrscheinlichkeit, ja, das können wir machen. Und den stopfen wir dann einfach mit zum Dreadnoughtus mit rein. Die gehen sich eh nicht an die Gurgel, alles gut. Also, genau, dann machen wir mal jetzt noch einmal Entertainment. Wenn Sie mit dem ganzen Chaos der Anlagen und der Dinosauriern zurechtkommen, wie schwer sollte es dann für jemanden mit Ihren Talenten sein, diesen neuen Auftrag abzuschließen? Die Aufträge sind aber gerade erstaunlich einfach. Das muss man wirklich mal sagen jetzt. Da gibt mir das Spiel gerade so ein bisschen den Lauf. Das ist fast schon ein bisschen zu einfach jetzt gerade. Wahrscheinlich wird damit jetzt der Sturm kompensiert ein bisschen, weil der da doch recht krass reingehauen hat eigentlich. Warte mal, hier müssen wir noch Zäune upgraden. Zu nah am Dino. Komm schon. Wir müssen noch dieses Fitzelchen hier unten machen. Wer ist denn da zu nah? Der da die Ziege frisst gerade, der noch nicht was hier. Yeah, du bist gemein. Du musst mal weggehen. Du musst mal rutschen. Los! Ja, weg! Genau. Jetzt kann ich upgraden, hoffe ich. Ich bin der Dinosaurierflüsterer, ich sag's euch. Ich kann mit den Tieren sprechen. So, Fossilien. Und genau, gleich wieder losfliegen. Hier können wir auch nochmal graben eigentlich. Wo es die Acrocanthus-Fossilien gibt. Kriegen wir auch nochmal ein bisschen was. Verkaufen, 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 verkaufen. Muss ich jetzt pro Expedition 2 Fleischresser-Fossilien finden? Oder allgemein einfach nur 2? Ich glaube allgemein einfach nur 2. Aber ich habe doch gerade 2. Habe ich nicht gerade Spino bekommen? Bei der einen? Hm. Seltsam. Merkwürdig. Dieser eine Pach... Oh, warte mal. Der Pach hier, der sieht aber gar nicht gut aus. Und ein Toter ist am Start. Er ist tot. Corythosaurus. Okay. Ja, dann machen wir mal noch einen. Mit einem anderen Muster wieder. Ich glaube, die müssen wir schon ersetzen. Warum geht's denn dem Pachi so dreckig hier? Nahrung, der kriegt keine Nahrung. Wollt ihr mir erzählen, der findet die Futterstation nicht, oder was? Ist nicht euer Ernst. In Panik. Warum ist denn der in Panik? Hm. Sind hier jetzt eigentlich noch Besucher im Gehege? Das ist schon ein bisschen komisch. Allen anderen geht's gut eigentlich. Hm. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht sagen, woran es liegt. Irgendwas... wird es schon sein. Manchmal sind es auch dann, ist es so dieses eine Tier zu viel, was dann keinen Platz mehr hat, um an die Futterstation zu gelangen. Das kann durchaus auch sein, dass es was damit zu tun hat. Wir werden es nie erfahren. Hä? Ich habe schon wieder keine Fleischfresser-Fossilien gekriegt? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch jetzt hier, haben wir nicht... Also, ich meine, ich hätte... Ich würde, ich hätte, ich meine... Ich dachte... Ich war der Auffassung, dass... Naja. Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Ja, wunderbar, sehr gut. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt keinen Anlass mehr für Sabotage. Das wäre jetzt schon sehr komisch. Diese Gelegenheit ist zu gut, um sie sich entgehen zu lassen. Dreadnoughtus mit Lebenseigenschaften von 155. Lebenserwartung 155 und verkaufen. Okay. Da müssen wir mal schauen. Dann setzen wir den erstmal zurück. Gene zurücksetzen.
Und jetzt einfach nur die Lebenserwartung auf 155 erhöhen. Mit möglichst wenig Verlust und möglichst günstig, würde ich sagen. Hirnalterung. Immunreaktion. Genau, nochmal Immunreaktion. Das ist es schon. 1,4 Millionen. Das können wir machen direkt. Ausbrüten. Hehe, neuer Auftrag. Wie sieht denn unser Akrokanto aus? Jawohl, der ist gleich durch. Ja, dann setze ich dem doch schon mal hier Futterstation ins Gehege rein. Sehr gut, dem können wir mal betäuben. Ah ja, das ist wieder das dunkle Muster. Sehr schön. Wunderbar, wir haben einen Akrokantosaurus. Der braucht natürlich jetzt noch Fleisch. Der Akrokantosaurus ist bei den Gästen sehr beliebt und gehört zu den größten Theropoden, die jemals gelebt haben. Mhm. Los, betäubt den mal. Das ist einer der größten Theropoden, die je gelebt haben. Ihr werdet den doch wohl treffen mit eurem Hubschraubergewehr da. Oh, sind immer noch Besucher im Gehege. Wie sie daneben schießen, ey. Peinlich, peinlich. Wie er im Kreis rennt. Mann, wie schießen die denn, ey? Was ist denn mit denen nicht richtig, ey? Hallo, treffen. Ja, bitte. Oh, wie er den Fuß noch zur Seite gestreckt hat, herrlich. Ich würde sagen, an der Stelle ist diese Folge Jurassic World Evolution auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ganz wichtig, es kommen täglich Videos, also abonnieren und aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Jurassic World Evolution. Bis dann, ciao, ciao.